Sowjetzonale Grenztruppen brachten wieder einmal die Machthaber in Ost-Berlin als Bauherren der Sperrmauer ins Gespräch der internationalen Presse. Im Zuge der sogenannten Aktion Moderne Grenze wurde die Mauer durch stärkere Betonfertigbauteile verändert und am Reichstagsgebäude um 2 Meter nach Westen vorverlegt. Provisorische Stacheldrahthindernisse versperrten dem Bautrupp den Fluchtweg. Offiziere und auf Mann dressierte Hunde wachten über die Zuverlässigkeit der Soldaten. Diese Aktion, durch die das Ostportal des Reichstagsgebäudes verbarrikadiert wurde, gilt in West-Berlin als neue Barriere gegen die Verständigung. Verständigung mit den